Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin mal wieder unterwegs und zwar auf einem Nebenarm von der Donau, wo ich schon öfters war, und da will ich etwas durch den Wald gehen. Die Schneeglöckchen sind jetzt binnen einer Woche wirklich so extrem aus dem Boden geschossen, eigentlich gigantisch. Den Teppich habt ihr schon gesehen in den Eingangsbildern und da werden wir sicher noch mehr heute davon sehen. Aber jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt. Gehen wir. Weit zu gehen. Ich möchte mir eigentlich nur ein schönes Plätzchen suchen und will dort gemütlich meine Zeit verbringen. Nach Bärlauch riecht es auch schon wieder sehr intensiv. Herrlich. Ja, dann machen wir es jetzt gemütlich. Ja, Freunde, ich habe es inzwischen gemütlich gemacht. Mein Plätzchen ist fertig. Und heute gibt es einmal so Topfenspätzle. Die sind schon fertig. Und dazu so ein Sugo mit Fleischsoße. Ja, das dürfte mein Mittagessen heute sein. Mahlzeit, Leute. Jo, schmeckt so. Der kleine BCB hat auch seinen Job getan. Okay, das bleibt halt einfach nur ein Notkocher. Ja, mein Käfchen gibt es halt wieder mal in meinen kleinen Dogs. Und ja, das ist halt eine andere Nummer, aber der kostet natürlich auch das Zigfache. Der zischt natürlich schon ganz anders ab. Jawohl, das kocht. Die Griffe sind heute ein bisschen heiß. Dann nehmen wir zwei Stecken. Und dann funktioniert das genauso. Jo, Freunde, es ist einmal wieder soweit. Und natürlich meine besten Genesungswünsche an meine Krankensessel, wie immer. Und dann an alle restlichen Brustfreunde. Ja. Herrlich, wie immer. Ja, zum Geschirrwaschen verwenden wir wieder mal das Zaubertuch. Denn was Besseres gibt es eigentlich nicht. Ja, Freunde, ich bin gleich wieder an der Droschke angekommen und meine Schlussworte könnt ihr schon bald auswendig. Ich sage mal wieder danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und